Jo. Sup, sup. Tervan, einen wunderschönen guten Abend dir. Wie geht's dir? Alles gut? Wie war dein Tag? Servus. Bei mir auch, bei mir auch. Hell dunkel. Ja, wir können endlich. Ja. Ah, oh, wie toll. Also gut, ich habe noch nichts zum Projizieren, aber ne? Meine Güte, wie du schon wieder aussiehst. Hast du denn beim letzten Mal nicht zugehört? Auch Abenteurer sollten schick gekleidet sein. Stich und Stoßfest bequem und beweglich. Das ist ja alles schön und gut. Aber willst du wegen mangelnden Stils wirklich das Gespött des Schlachtfelds sein? Keine Angst. Ich würde nicht nörgeln, wenn das Schicksal mich nicht dazu auserkoren hätte, dir zu helfen. Weil, hast du eigentlich schon ein Video Gameplays angeschaut? Wichtig, würde mich nur interessieren. Ich meine ja. Ich glaube, ich hatte es mir direkt angeguckt, nachdem du es mir gezeigt hattest. Ich habe es mir auf jeden Fall bei meiner Liste in die Favoriten reingepackt. Also, ne? Dass ich es auf jeden Fall nicht vergesse. Ich meine, ich habe es definitiv gemacht. Warte. Lässt sich ja ganz einfach nachprüfen. Ah, schön. ich meine, ich hab's gemacht. Es ist aber schon wieder leider ein bisschen lange her. Aber ich hab's, meine ich, doch. Noch ist von mir. Habe ich da auf die Favoritenliste gepackt. Ich hab's aber halt noch nicht, also ich habe das Quiz noch nicht gemacht. Sagen wir so. Ich hab's mir aber angeschaut. Ich habe reingeschaut. Wir haben es aber noch nicht im Stream gemacht. Das weiß ich. Im Stream haben wir es noch nicht gemacht. Also da hast du auch nichts verpasst, weil ich habe ja gesagt, das mache ich nur, wenn du dann auch da bist. Aber ich habe es mir privat angesehen. Weil du hattest ja, wie du ja schon gesagt hast, du hast ja gesagt, dass du nicht da bist und dann hatte ich extra, ne? Aber ich habe es noch nicht gemacht. Ich habe es mir nur angesehen ohne, ne? Wenn ihr jetzt fragen, wie es wann ist. Und wie gesagt, genau kann ich es dir dann noch gar nicht sagen, aber ich fand es auf jeden Fall cool. Ich habe es mir auch abgespeichert. Ich habe es mir auch abgespeichert. Ich würde das halt machen, zum einen, wie gesagt, wenn du da bist und dann halt auf einem Sonntag mal. So diesen Sonntag glaube ich nicht. Nächsten Sonntag würde es, glaube ich, gehen. Ich glaube, nächsten Sonntag? Beim nächsten? Wollte das nämlich an einem Game-Abend mal wieder machen. Deswegen. Ja? Nee, also übernächsten oder überübernächsten. Da ist mein Kompagnon auch wieder da. Das ist Streamy sonntags nicht mehr alleine. Da könnte man das ja mal ganz gut machen. Also am 11. oder am 18. Sofern du da auch da bist, natürlich. Was ist deine Meinung dazu? Ja. Die Christe. Ich freue mich auch schon drauf. Ich freue mich auch schon sehr drauf. Ich liebe ja sowas, aber das habe ich dir ja auch schon erzählt. Ich liebe sowas einfach. Das sind immer so Sachen, da kann ich stundenlang mit verbringen.
Ob's Disney Quiz war, das habe ich schon mal gemacht. Ich habe schon die Videogame Sounds. Ich liebe es. Das ist ganz meine bessere Hälfte fragen. Die leidet immer drunter. Die leidet grundsätzlich. Keine Angst, ich würde nicht nörgeln, wenn das Schicksal mich nicht dazu auserkoren hätte, dir zu helfen. Achso, das hatte ich gerade, glaube ich. Ich lege auch gern sofort los, wenn ich mich mit einem Gläschen Saft erfrischt habe. Ist nämlich wieder mal schrecklich heiß heute. Also, wenn du nicht länger wie die hinterletzte Abenteuerin rumlaufen willst, dann besorg mir bei Fulzlind in der Schenke da vorne etwas zu trinken. Ihr kennt meine Vorlieben. Ich eh nicht. Das ist auch der Grund, warum ich das überhaupt produziert habe. Habe ich mir gedacht. Habe ich mir gedacht. Aber wie gesagt, ich liebe sowas. Da ist ein Drache. Oder ein Dino? Oh mein Gott. Ich will den haben. Was ist das? Gott ist der hübsch. Was ist das für ein Drache und wo kriege ich ihn her? Das ist, glaube ich, keiner von den Prima-Emons, oder? Wir denn haben. Wir den Drachen haben. Habe ich auch noch nie gesehen. Das Problem ist, hier ist fast alles auf Englisch. Also die Leute sind fast alle Englisch. Achso, das sehe ich ja gar nicht. Mein Englisch ist unter aller Sau. Aber ich habe eine Möglichkeit. Und zwar, ich mache einen Screenshot und frage meine FF14-Expertin. Die weiß, was das für Mounts sind. Ist das noch? Ja, gut, so ging es auch. Nun ist er weg. Ja, alles gut. Wie gesagt, ich habe eine FF-Expertin ja hier im Start. Ich muss nur. Ich habe Screenshot gemacht tatsächlich von dem Viech. Ich muss nur. Da. So. Haha. Jetzt nur noch auf Antwort warten. Oje, was müssen meine entzündeten Augen heute noch nicht alles ertragen? Nun schau dich doch mal an. Wo hast du denn diese scheußlichen Lumpen her? Sollte eine nach Gold und Ruhm strebende Abenteurerin nicht besser gekleidet sein? Also ehrlich, ein bisschen Farbe könnte deinem Outfit nicht schaden. Hier, ein Tupferflieder, dort etwas Safran. Ja, vielleicht ist da noch etwas zu retten. Ich erkläre dir, wie du deine Ausrüstung färben und ihr mehr Schick verleihen kannst. Aber zuerst brauche ich etwas zu trinken. Die trockene Luft ist ja nicht zum Aushalten. Wärst du so nett und bringst mir eine Karaffe Orangensaft? Das ist wirklich sehr liebenswürdig von dir. Du kannst ihn hier in der Bucht des Abendsterns kaufen. Und würdest du dich etwas beeilen. Auch im Schatten ist es unerträglich heiß. Dankeschön. War die mal bei uns? Hier war es die letzten Wochen auch heiß. War Orangensaft.
Ist ein 80er Extreme, wenn ich das richtig recherchiert habe. Okay. Also auf jeden Fall Shadowbringers. Das meint nämlich Luna auch. So auf jeden Fall Shadowbringers ist. Titania X sollte stimmen. Okay. Den geschickt, das ist. Oder? Warte. Wo hast du mir den Link geschickt? Bevor ich jetzt gleich alles absuche. Okay. Warte, dann muss ich einmal kurz Twitch öffnen. Ich habe alles offen. Aber Twitch habe ich nicht offen. Okay, ich habe aber tatsächlich keine Nachricht. Nee, wird mir zumindest nicht angezeigt. Technik. Lass mich das gestalten. Alles klar. Ja, stimmt. Ja, okay. Ja. Nur halt deutlich kleiner, aber ja. Müsste der sein. Toll, Werbung. Ich wollte mir das Viech doch näher angucken. Mach die Werbung weg, mach die Werbung weg, mach die Werbung weg. Weg, 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 weg. Gestich. Der ist echt hübsch. Der ist echt hübsch. Ich brauche die Viecher. Ich brauche sie in meinem Leben. Gut, bis ich sie mit dem Char habe, das dauert eh noch.
Bis ich sie mit dem habe, das dauert noch. Aber danke fürs Nachgucken. Huch, Mist, jetzt habe ich hier... Na egal. Wer schon letzte Läuterung, Titania. Okay. Ah, das dauert. Das dauert. Dauert ja sogar, bis ich die Pferde habe. Aber danke schön. Dann weiß ich jetzt wenigstens, woher ich es habe. Oder woher ich es kriege. Haben tue ich es ja noch nicht. Hier ist der Blutorangensaft, den sie neuerdings so gerne mag. Sag hier, ich schreibe sie auf den Deckel. Jo. Pferde können wir hier schnell machen. Ja, ich habe ja noch nicht mal. Ich habe ja noch nicht mal. Ich müsste dazu erstmal Rimmelborn durchkriegen. Also, ne? Bis Castrum. Nach Castrum. Das dauert ja noch Ewigkeiten. Wenn ich die Story skippen würde, dann ja, aber. Ja. Das dauert noch. Wir sind ja erst bei Quest Level 17. Passiert. Ich kann nicht überall durch. Ja gut, das stimmt. Das könntet ihr alle. Wobei Pferde und Vögel kann man mittlerweile ja auch gut alleine machen. Sobald man 70 aufwärts ist. Zumindest Pferde. Ja, von daher passt das. Bis ich da bin, habe ich sowieso mindestens ein Level 80er. Befürchte ich. Bei den Wölfen brauche ich auf jeden Fall Hilfe. Und bei den Drachen. Und bei den... Was sind es jetzt? Luchse, glaube ich, ne? Luchse oder Katzen oder was auch immer das für Viecher sind. Panther. Ich bin da noch nicht ganz durchgestiegen, was die neuen Mounts sind. Ich habe sie gesehen. Und da hört es dann auch schon auf. Wo bleibt denn meine Karaffe Orangensaft? Also wirklich, da bietet man jemanden an zu helfen und das ist nun der Lohn. Worauf wartest du noch? Du brauchst doch nur hier in der Bucht des Abendsterns einzukaufen. Ich verlange ja keine Einhorntränen. Wo kriegt die jetzt ein Einhorn her? Es gibt also doch noch nette Leute. Danke. Ohne eine tägliche Dosis Vitamine leidet meine Haut, musst du wissen. Also, fangen wir an. Was deinem Outfit fehlt, ist ein bisschen Farbe. Zum Glück kann ich dir zeigen, wie du deine Ausrüstung selber einfärben kannst. Alles, was du dafür brauchst, ist ein Farbstoff. Farbstoffe können hergestellt oder bei Händlern gekauft werden. Hau ab, Fliege. Deine Ausrüstung bleibt die gleiche und du kannst sie so oft färben, wie du willst. Du kannst also fröhlich experimentieren. Probier es doch gleich mal aus, denn so wie du rumläufst, verliert noch jemand, der in Sachen Mode weniger tolerant ist als ich, sein Augenlicht. Und das willst du doch nicht. Nicht? Ah, da bist du ja wieder. Hast du was gegen meinen Durst? Die Frau hat verdammt viel Durst, kann das sein? Ah, diese Farbe, dieses Aroma, ein edler Tropfen. Gerade gut genug für eine Stilikone mit solch formidablem Geschmack wie ich. Dann kann es ja losgehen. Lass mich Klartext reden. Du siehst unmöglich aus und ich kann dir den Grund auch gleich nennen. Du benutzt keine Projektion. Schlimm, dass es solche Leute überhaupt noch gibt. Dabei ist die Sache kinderleicht. Alles, was du brauchst, ist ein Projektionsprisma. Mit dem kannst du das Aussehen eines anderen Kleidungsstücks auf deine eigene angelegte Ausrüstung projizieren. Da es sich dabei um eine optische Täuschung handelt, hast du auf der funktionellen Seite kein Einbußen zu befürchten. Wenn du dich in deinen neuen Stilsatz gesehen hast, kannst du entweder einen anderen projizieren oder den Zauber mit einem Endprojektionskristall aufheben. Wovon ich dir natürlich tunlichst abraten möchte, so wie du momentan rumläufst. Wenn du dich ein wenig mit der Materie beschäftigst, wirst du dir viele Möglichkeiten entdecken. Kombiniere ihn in aufsehenserregenden Formen, lass deine modische Kreativität freien Lauf. Vielleicht lade ich dich dann sogar mal auf ein Gläschen Orangensaft ein. Also los, jetzt husch husch ins Atelier mit dir. Du und deine modische Verirrung haben die Welt lange genug verschandelt. Danke. Echt mal, mach mal Glimmer drauf. Weißt du, sie könnten mir auch einfach sagen, dass ich kacke aussehe, ohne hier den ganzen Tamtam zu machen.
Aber hey, das Outfit geht ja sogar noch im Vergleich zu manch anderen Sachen. Also wenn ich mir so manche andere Rüstung angucke, das hier geht noch voll klar. Ist jetzt nicht das Beste und das Modischste, aber die Dinger mit diesen Puffärmeln sind ja wohl schlimm. Also das ist ja wohl schlimmer als alles andere. Das Schlimme ist, bei Witcher ist es ja auch so. Geralt mit seinen fetten Puffärmeln. Achso, da ist noch eine blaue Quest. Müsste das nicht sogar schon für... Ah ne, Jäger des versunkenen Tempels. Mach ich noch nicht. Kommt später. Aber bis ich da in das Gebiet komme, dauert es ewig. Katzenschule. Da gibt's keine Puffärmel. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Die Katzen haben's halt drauf, ne? Ab nächste Woche spielen wir auch wieder Witcher. Mal gucken. Auf weißem Sand so glühend, da blüht ein Blümchen zart. Sich in den Himmel reckend, spürt nicht den Felsen so hart. Das Blümchen zittert freudig. Es schenkt dir mein Herz. Wirst du das Blümchen brechen? Ach, mach mir keinen Schmerz. Tralalalalala. Ich hab Muff gehört. Iron! Pack das Ding weg! Das kriegt das wieder jemand an den Kopf. Hüstel. Ich wäre dir sehr verbunden, wenn du dich nicht so anschleichen würdest. Du befindest dich in privaten Räumlichkeiten. Was möchtest du hier? Also, das war so. Was? Ida und Papa Limo haben dich hergeschickt? Sag das doch gleich. Und wie heißt du? Bitte hätten sie einen Meter lang die Abstand. Aber er will doch nur spielen. Iron. Sicher, dass er spielen will. Und nicht wer anders. Ich frag nur so. Gleich haut sie mich. Ich sehe es jetzt schon kommen. Gleich haut sie mich. Gleich kommt Iron durch die Tür gestürmt, obwohl wir ein paar Kilometer auseinander wohnen. Iron des Arbeiten. Okay, mit der Antwort habe ich nicht gerechnet. Damit habe ich nicht gerechnet. Mit allem, aber damit habe ich echt nicht gerechnet. Der ist gut. Der ist gut, Iron. Daria Eistatze. Daria Eistatze. Ja, du stehst auf der Liste. Das wird doch mein. Dann herzlich willkommen im Sonnenwind, dem Hauptquartier des Bundes der Morgenröte. Burg. Ich bin Tataru, die Rezeptionistin. Unsere tapfere Abenteurerin ist hinten im Saal der Morgenröte. Ich werde dich gleich ankündigen. Was ist denn das zweite Wort, das du zensiert hast? Quatsch. Es ist ein Stab zum Spaß haben. Nevermind, Hauptsache. Ja. Korrekt. Halt, kein Zutritt. Oh, du bist eine Daria Eistatze? Verzeihung. Oh Gott, ich bin verbüdert. Der Anführerin ist bereit, dich zu empfangen. Geh einfach rein. Okay, davon brauche ich nichts. Nehme aber irgendwas mit. Wird jetzt endlich mal gelesen. Ah, die Heldin, von der ich schon so viel gehört habe.
Du hast die 5 Minuten verpasst. Ich war ein Pony. Ich bin Minfilia, die Anführerin des Bundes der Morgenröte. Wir haben dich erwartet. Tritt doch näher. Du bist hier unter Freunden. Sicher hast du viele brennende Fragen, aber hab noch einen Moment Geduld. Nein. Zuerst möchte ich dir nämlich unseren Bund vorstellen. Wir operieren über die Grenzen der Stadtstaaten hinaus, um unsere Ziele zu erreichen. Ja, ich wollte, um zu sehen, wie sie sich anhört. Heimat Eosea. Das habe ich getan, die aber privat. Sehen wir in den göttlichen Wesen, ich mir privat die mal gegeben. Genannt werden. Sie stellen eine existenzielle Gefahr für ganz Eosea dar. Eine Gefahr, auf Japanisch fand ich es immer noch am besten. Endgültig bannen wollen. Einige von uns verfügen über eine übernatürliche Kraft, die deiner ähnlich ist. Sie äußert sich auf unterschiedliche Weise, aber es gibt Gemeinsamkeiten. Nein, auf einer Party überwachsenes Spielzeug. Sag mir, bist du schon mal plötzlich und ohne erkennbaren Grund in eine Art Trance gefallen? Warum muss ich denn Deutsch? Verschiebt sich manchmal deine Wahrnehmung? So, als ob du in eine andere Welt übertreten würdest. Weil ich die Deutsche würdest. Gar nicht so schlecht finde. In solchen Momenten transzendiert dein Bewusstsein tatsächlich geistige Grenzen. Das ist die Kraft, die in dir steckt. Etwas, ne? Dadurch kannst du zum Beispiel fremde Sprachen intuitiv verstehen. Aber allein wegen American Heaven's Word. Sogar die Grenzen der Zeit kannst du mit deinen Sinnen überschreiten. Ja, aber um Ereignisse zu sehen, trotzdem. Die längst vergangen sind. Damit meine ich, dass du selbst an der Vergangenheit anderer sonst muss ich lesen. Allerdings und ich habe keinen Bock zu lesen. Ändern, wie das Geschehen letztlich ausgeht. Ich will hören. Diese Gabe ist wenn es auf Japanisch ist, muss ich lesen. Und in dir auch wenn es auf Englisch ist, muss ich lesen. Zu sein. Ich will nicht lesen. Leider können ich habe keinen Bock nicht zu lesen. Kontrolliert einsetzen. Ich will hören. Ja, auch ich besitze die Gabe, geistige Grenzen zu überwinden. Doch nun reicht, dass ich die nicht synchronisierten Mann. Sachen lese. Um Eosea zu retten, müssen wir den Primae Einhalt gebieten. Solange sie unsere Existenz bedrohen, wird es in Eosea keinen Frieden geben. Deine Fehlshooter. Shooter sind nicht meine Spiele. Wir nur eine Chance. Wenn wir über die Grenzen der Staaten, Shooter Völker, sind nicht meine Spiele. Sprachen und Weltanschauungen hinweg zusammenarbeiten. Die Gabe, über die du und ich verfügen, ist der Schlüssel im Kampf gegen die Primae. Wir können sie aufhalten und Eosea Frieden bringen. Ich weiß nicht, welche persönlichen Ziele du verfolgst. Und du musst es mir auch nicht offenlegen. Doch ich glaube fest daran, dass du auserwählt wurdest, ja, aber ich mag keine Shooter. Warum sonst sollte Heidelin zu dir sprechen und dir ihre Kraft verleihen? Ich bin keine Shooter-Spielerin. Ich kann die bitte nicht. Ich finde es einfach nur und langweilig. Mit uns für Eoseas Zukunft. Und ich kann nicht zielen. Das kommt doch erschwerend hinzu. Ich kann einfach nicht zielen. Außerdem, wenn es eine deutsche Synchro gibt, warum sollte ich diese deutsche Synchro nicht nutzen? Weil erstens, alle anderen, oder viele, die hören auch lieber zu, als dass sie mitlesen. Ich lese verdammt gerne. Ich habe um die 300 Bücher zu Hause. Ich lese verdammt gerne. Aber wenn es eine deutsche Synchro gibt, höre ich mir das lieber an. Weil ist sinnvoller, ist einfacher, muss ich nicht so viel lesen. Ich lese das komplette Spiel jetzt, von vorne bis hinten. Da bin ich froh, wenn ich diese paar Minuten in Realm Reborn, wo noch so wenig geredet wird, Ruhe habe. Und einfach nur mich zurücklehnen kann und es genießen kann. Ja, das eine schließt das andere nicht aus, Tavern.
Das eine schließt das andere nicht aus. Ich lese wirklich sehr, sehr gerne. Ich habe sehr, sehr viele Bücher und ich lese verdammt gerne. Aber deswegen kann ich doch die deutsche Synchro auch genießen. Außerdem, die Mehrheit findet es auch gut, wenn sie einfach zuhören kann. Beim Japanischen muss ich mitlesen. Also, ne? Nein, keine Bilderbücher. Tatsächlich Bücher mit Text von mehreren hundert Seiten. Wer die englische oder japanische Fassung hören würde, die französische, kann das ja gern machen. Dann könnt ihr euch gerne alles privat geben. Aber gut, ihre Stimme möchte ich auch nicht hören. Ihre möchte ich am liebsten in die Tonne trampen. Aber zum Beispiel Stoner, die hat so eine tolle Stimme. Emmerik. Als wenn ich Emmeriks Stimme auf Japanisch höre. Hier. Emmeriks Stimme. Oder Ishtola. Minfilia, okay. Das klingt in allen Sprachen besser. Selbst auf Französisch klingt die Frau besser. Uyong Jay, genau das gleiche. Ist genau so ein Rotz. Es gibt Stimmen, die sind echt kacke. Das gebe ich dir auch recht. Aber es gibt viele, viele Stimmen, auch im Verlauf des Spiels, die so toll sind. Das will ich nicht. Uyong Jay ist klasse im Englischen. Im Englischen, außer. War es Minfilia? Wen mochte ich denn im Englischen gar nicht? Alfino. Alfino mochte ich im Englischen nicht. Also Uyong Jay finde ich im Deutschen halt einfach furchtbar. Aber ich mag auch seinen kompletten Charakter nicht. Aber zum Beispiel Stola mag ich, Tankred mag ich im Deutschen, Alize mag ich im Deutschen. Boah, Graha kann ich im Deutschen gar nicht ab. Graha ist so. Aber der ist sowieso ein Charakter, der für mich einfach mir den Buckel runterrutschen kann. Emmerex mag ich in anderen Sprachen auch nicht. Wer war denn noch? Im Englischen spricht er so altbar richtig Shakespeare. Ich überlege gerade. Wie hieß denn der eine nochmal? Der da mit Yugiri zusammen war. Also nicht Yugiri selbst, sondern der Dicke da. Der Große. Der Samurai-Fuzzi. Wie hieß der denn nochmal? Jetzt bin ich blöd. Genau. Der. Der hat auch eine gute Stimme. Den finde ich tatsächlich auch ganz gut. Da hat die Stimme. Aber tatsächlich in allen Sprachen. Gut, Französisch kannte ich bei dem jetzt nicht. Das habe ich mir nicht gegeben. Aber ansonsten, den fand ich in allen Sprachen richtig geil. Von der Stimme her. Also. Es gibt schon gute. Es gibt aber auch schlechte. Uyong Jay. Aber wie gesagt, das ist eh nicht so. Es ist nicht so mein Typ, der Kerl. Sie auch nicht. Französisch ist auch die Dämonensprache, da brauchen wir nicht drüber reden. Französisch ist eine Sache für sich. So. Und natürlich sollen dir deine Dienste auch vergolten werden. Wir haben einflussreiche Verbündete und ein Wort von uns genügt, um dir so manche Tür zu öffnen. Hast du zum Beispiel schon einen Gehilfen? Nein. Das sind Leute, die dir beim Verwalten von Marktwaren helfen können. Juhu, wir kriegen bald unseren Gehilfen. Minfilia, verzeih die Störung. Ich habe die Papiere hier schon vorbereitet. Yay.
Geräusche macht. Bäh, Französisch. Okay, Iron mag es überhaupt nicht. Vielen Dank, Tataru. Sehr umsichtig von dir. Keine Ursache. Boah, diese alte Kuhne. Als kleines Zeichen unserer Wertschätzung habe ich veranlasst, dass du die Berechtigung erhältst, Gehilfen anzuheuern. Die Einzelheiten erfährst du von den Zuständigen, aber sei versichert, dass dir ein Gehilfe das Leben sehr erleichtern wird. Du siehst, wir möchten, dass du von Alltagsdingen möglichst wenig belangt wirst. Im Gegenzug würden wir uns freuen, wenn du deine außergewöhnlichen Talente in den Dienst unserer Sache stellst. Eine Hand wäscht die andere. Wir können viel für dich tun, Eldaria Eistatze. Und zusammen können wir noch mehr für Eosea bewirken. Denk darüber nach, und wenn du bereit bist, dich für eine gute Sache einzusetzen, sag es mir. Und damit es keine Missverständnisse gibt, werde ich dir das Passwort verraten, mit dem wir uns im Bund verständigen. Es lautet Wildrose. Präg es dir gut ein. Ich meine, aber habe ich den Ruf als Franzosenhasser weg? Was per se nicht stimmt. Die französische Sprache ist eigentlich gar nicht so schlimm. Zum Beispiel Plexel komplett auf Französisch gespielt. Oh, echt? Das Spiel muss ich auch noch spielen. Ich habe es, aber ich muss es noch spielen. Ich habe ein Melge. Näher an Frankreich werde ich nicht gehen. Ja. In der Zeit von Guild Wars waren die Franzosen die schlimmsten Mitspieler. In der FF finde ich die aber auch nicht ganz so... Also es gibt Ausnahmen, aber manche Franzosen in FF sind aber auch so... Der Belgier habe ich meinen Lieblingswitz. Oh je. Ja, der da wäre, Iron. Wie ich dir schon gesagt habe, versucht der Bund der Morgenröte das Prima-E-Problem in den Griff zu bekommen, das Eosea bedrängt. Es ist keine einfache Aufgabe, aber jemand muss sie in Angriff nehmen. Wenn du bereit dazu bist, uns mit ganzer Kraft zu unterstützen, dann gib mir ein Zeichen, dass du dich als Teil unseres Bundes betrachtest. Wildrose. Sehr schön, das klingt schon ganz natürlich aus deinem Mund. Du willst uns also unterstützen, ja? Wie schön. Das hatte ich von ganzem Herzen gehofft. Nun lass mich dir die Mitglieder unseres Bundes näher vorstellen. Kommt dir der Name Charlayan bekannt vor? Mhm. Das war eine der 6 großen Städte Eoseas, bevor sie zerstört wurde. Ihre Ruinen liegen im Nordwesten Aldenards. Die Stadt war ein Hort des Wissens über Magie und den Äther, wodurch sie sogar dem Kaiserreich die Stirn bieten konnte. Von dort stammt eine Gruppe gelehrter Männer und Frauen, die sich die Exegeten nannten. Als der Niedergang Eoseas sich abzuzeichnen begann, waren sie es, die vor der Katastrophe warnten und für die Zukunft Eoseas kämpften. Wir haben ihnen viel zu verdanken. Und diese Exegeten stehen nun hier bei uns. Darf ich vorstellen? Ida und Papa Limo. Iron zensiert alles, weil mein Bot ein bisschen mäh ist. Mein Bot ist sehr speziell. Wir wissen nicht, was er alles einfach so markiert. Obwohl es nicht markiert gehört. Ich natürlich. Er hält 2 Bots ineinander greifen. Und es auch besser ist. Diese Videos kommen auf YouTube, also. Aber bitte, es ist besser. Weiter geht die Runde. Das ist Tancred. Es ist besser. Er ist für die Perle der Wüste zuständig. Gut, es wird noch Jahre dauern, bis das hier oben ist, aber trotzdem. Hallo. Geht ums Prinzip. Diese liebreizende Dame heißt Yestola. Sie beehrt ja, bei Lisa dir... Luminsa mit ihrer Anwesenheit. Dein Bock ist ja auch noch nicht angeschlagen. Hallo. Was? Iron kennt den Bot. Er leitet unser Hauptquartier. Iron hat doch schon Vergnügen. Kannst du dich vertrauensvoll an ihn wenden? Eigentlich, seit wir uns kennen, oder Iron? Ich glaube direkt eine der ersten Sitze, die hat er markiert gehabt damals. Am Morgen. Also Iron ist so auf dem Kriegsfuß mit meinem Bot. Wird ihr den Weg bereiten?
Bei der Schlacht von Cartenau vor 5 Jahren haben wir unseren Anführer verloren. Danach gründeten wir zusammen mit Minfilia und anderen Gleichgesinnten den Bund der Morgenröte. Ich hole mir aber meinen Energy. Viele fähige Leute unserem Bund angeschlossen und gemeinsam versuchen wir, Eoseas Zukunft zu gestalten. Ach ja, das ist übrigens Tataru, unsere gute Fee, die sich um die Verwaltung kümmert. Zu deinen Diensten. Auf eine gute Zusammenarbeit. Nee, mein Bot kann ich tatsächlich nicht ab. Ich weiß aber auch nicht, warum. Es gibt viel zu tun. Das Schlimmste ist, ich glaube, Iron hatte sogar mal von Hallo oder Okay oder sowas geschrieben. Und selbst das hat der Bot zensiert. Sie waren sehr aufschlussreich. Bei anderen hat es aber 1000 Mal vorher schon funktioniert. Also der hat tatsächlich irgendwas gegen manche unheimlich. Tankred, bitte erklär, worum es geht. Sehr gerne. Vor einigen Tagen haben Unbekannte eine Karawane der Amagina Bergbau AG überfallen und ihre wertvollen Kristalle geraubt. Und da ist noch mehr. Zur selben Zeit sind einige Leute aus den Slums vor Ulda verschwunden. Auf den ersten Blick geht es also um einen Kristallraub und um Entführungen. Um solche Angelegenheiten würde sich die Legion der Unsterblichen eigentlich selbst kümmern. Doch hinter den Kulissen könnte ein Primae involviert sein. Ja, denn die Spuren an den Tatorten deuten nämlich auf die Amalja als Täter hin. Wir vermuten, dass sie die Verbrechen im Namen ihres Primais Ifrit begangen haben. Kannst du der Sache nachgehen? Dadurch bekommst du auch einen besseren Einblick in unseren Konflikt mit dem Primae. Danke. Tankred kennt sich in Uldah bestens aus. Er wird dich mit Informationen versorgen. Mhm. Halt dich einfach an mich. Dann fluch ich schon in seltsamen Ausdrücken. Da kommt er meist nicht hinter. Der hohen Kobold. Er ist tatsächlich so. Es ist sehr, sehr seltsam.